Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Chroniken der Engel. Und heute mit dabei an diesem schönen sonnigen Donnerstag Hotney als Inariel, der Urielit. Hallo! Ja. Und Feder als Citariel, die Michaelitin. Lukis Vibe als Lyriel, die Raphaelitin. Guten Abend. D-Rex als Daniel, der Gabrielit. Hallo. Und last but not least, Yamera als Liberiel, die Ramielitin. Guten Abend. Ja, wir spielen heute wieder eine Runde Pen and Paper Rollenspiel. Das heißt, wir spielen hier Rollen. Deswegen da draußen seid euch bewusst, dass die Charaktere, die hier auftauchen, Dinge tun könnten, die wir als Spielerinnen und Spieler niemals tun würden. Das heißt, bitte unterscheidet das, was unsere Charaktere tun, von dem, was wir machen würden. Wir spielen Rollen. Das als erstes vorneweg. Das zweite, was ich mal ganz gerne vergesse, in dieser Runde irgendwie anzukündigen vorne, irgendwie, es kann Themen kann man es geben, die vielleicht nicht für jedermann sind. Wenn euch irgendwas triggert, macht bitte aus und schaltet um oder sonst irgendwie. Zwingt euch nicht dazu, irgendwas hier anzugucken, was euch nicht gefällt oder was euch irgendwie nicht gut tut. Genau, das vorneweg. Und zum Setting, wir spielen immer noch in der fernen Zukunft, im Europa der fernen Zukunft, das gebeutelt ist von mehreren Naturkatastrophen. Die Menschheit wurde heimgesucht von einer wahnsinnig schlimmen Seuche, die die meisten Menschen dahin gerafft hat, nämlich alle Menschen, die älter waren als 14 Jahre. Und das mehrmals in mehreren Schüben hintereinander, das heißt von dem Wissen und von der menschlichen Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, ist relativ wenig übergeblieben. Gleichzeitig sind die Meeresspiegel angestiegen und sogenannte Fegefeuer über das Land gezogen und haben Brandland hinterlassen, aus der monströse insektoide Kreaturen herausgestiegen sind, die alles Menschliche und Sonstiges angreifen. Und ja, die Menschheit wäre eigentlich verloren und ausgerottet gewesen, hätte sich da nicht eine neuartige Kirche gegründet, die Angelitische Kirche mit unter Papst Petrus Secundus, der den Herrn angefleht hat, Hilfe kommen zu lassen. Und tatsächlich wurde er erhört, denn danach erschienen die Engel des Herrn auf der Erde und solche spielen meine Charaktere. Um die Traumsaat zurückzuwerfen in in den feurigen Pfuhl des Herrn der Fliegen. Genau. Soweit zum Setting, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst, falls ihr das noch nicht wisst und gerade neu eingeseppt hier. Und es gibt verschiedene Engelsorden, wie ihr an den verschiedenen Wappen im Bild auch sehen könnt. Und das ist deswegen wichtig, weil es in der letzten Folge um einen speziellen Engel ging, nämlich um Citariel, die zu den Engeln des Michael gehört. Dieser Engelsorden ist quasi, ja, die sind die Anführer jeder Engelsschar. Sie sind dafür geboren und dafür auf die Erde gesandt, Engel zusammenzuhalten, Scharen zu bilden, anzuführen und ja. Genau das kann Citariel gerade nicht, aus verschiedenen Gründen, die wir beim letzten Mal ein bisschen beleuchten konnten. Denn da sind Inariel, Lyriel, Daniel und Liberiel ein bisschen in den Kopf von Citariel eingestiegen und haben eine schlimme Szene miterlebt, die dazu geführt hat, dass Citariel ein bisschen... Ja, heute würde man sagen, vielleicht unter posttraumatischem Stresssyndrom leidet. also eine Schlacht, die sie da erlebt hat, die ihrer ganzen Schar das Leben gekostet hat, was für Michaeliten immer noch doppelt schlimm ist, weil sie ja dafür verantwortlich sind, was die anderen machen.
Und ja, Citaril ist kurz davor, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich bin eine Gefahr für euch, ich bin eine Gefahr für mich, ich bin eine Gefahr für die Umwelt, ich muss eigentlich zurück und weiß sowieso nicht, warum ich überhaupt noch hier bin. Und bis jetzt habe ich das alles immer noch ausgeblendet und habe gedacht, es wäre alles gut. Aber jetzt habe ich da so eine Traumsat-Kreatur gesehen, die hat alles wieder ausgelöst und wer weiß, wann das nächste Mal passiert. Genau, danke Firebreeze, posttraumatische Belastungsstörung. Danke, das Wort habe ich gesucht. Genau, aber davon weiß niemand etwas im Jahre 2654. Die letzte Szene, die wir dann hatten, nachdem alle Engel endlich mal wussten, was mit Citaril los ist, weil die sich so komisch verhalten hat, sie hat Inaril angegriffen, hat sich sehr feindlich gegen anderen ans weggelaufen, wollte mit euch nichts mehr zu tun haben und Inaril und die anderen haben sie mehr oder weniger gebeten und bebettelt und bekniet, dass sie doch endlich mal damit herausrücken soll, was denn eigentlich los ist, und das wollte sie eigentlich auch nicht. Und dann ist es irgendwann aber aus ihr herausgebrochen und die anderen Engel konnten es wie aus erster Hand, hätten sie es wirklich miterlebt, konnten sie es sehen, was passiert ist, und am eigenen Leibe erfahren und miterleben. Und danach war das Verständnis relativ groß, aber auch ein Schockzustand, der so um sich gegriffen hat. Und obwohl die Szene, die wir am Ende hatten, damit geendet ist, dass sich ein großer Knuddel-Engelhaufen gebildet hatte, dem alle Citaril nochmal drücken wollten und ihr nochmal gut zusprechen wollten, dass sie ja eine Schar sind und füreinander da, ist es immer noch offen, was die Antwort war. Inaril, Lyril und die Beryl und Daniel sind sich relativ einig, glaube ich, dass sie Citaril behalten wollen. Aber die Antwort fehlt noch. Und am letzten Mal sind wir ausgestiegen mit diesem knuddelnden Engelhaufen, der ein großer Berg Federn ist, wenn man von draußen drauf guckt. Aber wie es im Innersten aussieht, das werden wir heute erfahren, wenn wir wieder hineingehen mit unserem zuschauernden Blick. Ja, wie sieht es denn in Citaril aus? Müde. Sehr, sehr, sehr müde. Das war körperlich erschöpfend. Der gesamte Ausbruch, das nochmalige Erleben zum wiederholten Male an diesem Abend, des Ablehnens ihrer ersten Schar, das Eingestehen der Verfehlung ihrerseits. Deswegen ist sie halt auch im Moment nicht wirklich in der Lage, sich zu wehren, obwohl ihr das immer noch alles ein bisschen zu viel ist. Mit allen so nah um sie herum und die sie am Knuddeln sind. Aber sie ist nicht wirklich in der Lage, sich zu wehren. Nimmt es hin, sie rutscht wieder in so einen tauben Status rein, weil sie halt einfach... Das war alles zu viel. Zu viele Emotionen, zu viele Gefühle, zu viel Stress. Und das ist einfach gerade die Müdigkeit, die alles runterdämpft. Weil sie halt eine Pause braucht. Und dementsprechend wird sie auch den Rest der Nacht nicht wirklich viel machen. Sie wird wahrscheinlich irgendwann einschlafen. Aber ansonsten sich so ein bisschen willenlos, was unglaublich untypisch für einen Nichelliten ist, auch zu einer Schlafstadt bringen lassen oder einer Ecke, oder man lässt sie einfach da sitzen. Ich habe keine Ahnung, was die anderen mit ihr vorhaben, aber den Rest der Nacht wird sie nichts tun. Sie wird einfach irgendwann einschlafen und dann war's das. Ja, für zwei Engel war es eigentlich alles ja relativ sicher, was zu tun ist. Lyril und Inaril waren ja sehr schnell dabei, Citaril zu helfen.
Für Daniel war Citariel erstmal das, was sie selber gesagt hat, was sie ist, nämlich eine Gefahr. Und erst so ganz langsam hat sich in Daniel so ein okay, wenn die anderen das machen, dann mache ich halt mit, Gefühl irgendwie ausgebreitet. So ein bisschen hat er sogar eine Befehlsverweigerung gemacht, weil Citariel zuerst gesagt hat, geht weg. Was für Daniel auch sehr ungewohnt war. Wie geht's Daniel mit diesem Knuddelknäuel? Weil das ist ja nun auch gar nicht so seins. Ja, das ist definitiv nicht seins. Das hat sich auch damals in der Höhle schon irgendwie gezwungen angefühlt, sag ich mal. Diesmal ist es nicht ganz so gezwungen, weil das, was er da in Citariels Kopf gesehen hat, halt zum einen bei ihm halt auch nochmal einige Erinnerungen wieder aufgewühlt hat, die er bis dato relativ erfolgreich verdrängt, unterdrückt hat. Ja, bei ihm ist auf jeden Fall die Einsicht gekommen, ja, Citariel ist in der Form eine Gefahr, aber Citariel hat ihm an der Stelle mit ihren Erinnerungen auch was beigebracht. Und er wird auf jeden Fall sich jetzt dann, wenn alle erstmal sich zur Ruhe begeben, wird er die Nacht nicht schlafen, sondern Wache halten, Wortfindungsstörung, und einfach währenddessen noch so ein bisschen diese Geschichte, das Erlebte nochmal mit sich selber Revue passieren lassen und für sich schauen, was er da in Zukunft draus machen wird, was er da gesehen hat, was er erlebt hat, dass er Dinge erlebt hat, von denen er bis vor kurzem gar nicht gedacht hat, dass sie überhaupt möglich sind. Ja, und der Ramielit der Gruppe war zuerst so geschockt von der ganzen Situation, dass sie kurzzeitig die Gefühle wieder ausgeschaltet hat. Wie geht's Liberiel mit dem Knuddeldingenshaufen? Sie hat sich ja gar nicht entschieden, da reinzugehen in diesen Knuddelhaufen. Oder reingezogen, ja. Die gefühlslose Liberiel hatte ja nur die Hand auf Daniels Schulter gelegt und wurde dann von Inariel gepackt und reingezogen. Das hatte zur Folge, dass die Gefühle wieder angegangen sind. Liberiel ist ja so ein bisschen zweigespalten in sich. Einmal die gefühlvolle und die Gefühle ausstellt. Und die Gefühle nicht hat, scheint ziemlich panisch darauf reagiert zu haben. Denn in der Gedankenkathedrale war das Bild ein bisschen von der gefühllosen Liberie, die die Falltür aufzerrt und runterbrüllt, komm raus, die wollen knuddeln, tu irgendwas. Wobei die dann halt praktisch sehr schnell die Gefühle oder die Plätze wieder getauscht haben. So dass es jetzt für Liberie, sie zu sich kommt im Grunde und sich in diesem Knuddelhaufen wiederfindet. Und dann kam ja von ihr so ein ganz leises: Ich hab euch lieb. Das ist ein bisschen ängstlich und auch zweifelnd klingt oder verzweifelt klingt. Sie war bereit, sich jetzt hier wirklich in der Schar zu finden und hat ja jetzt auch Vertrauen in diesen gemeinsamen Flug gefasst. Und ja, jetzt dieses Erlebnis ist halt schon erschütternd. Und sie wird sich in dem Knuddelhaufen lassen erst einmal, aber wenn Daniel sich daraus löst, wird sie auch sich selbst rauslösen. Denn sie hat ein ungutes Gefühl für die Situation und in dem Hinterkopf nagt etwas. Sie ist ja die Chronistin der Schar, so wie es eine der Aufgaben der Ramieliten ist. Und notiert sie das, was passiert ist? Verschweigt sie das, was passiert ist? Macht sie Meldung? Sie hat die Fähigkeit, mit anderen Ramieliten auch über sehr, sehr große Entfernungen hinweg Kontakt aufzunehmen. Kann die Schar bestehen? Kann sie die Aufgabe schaffen? Denn
Wir haben hier eine Pflicht zu erfüllen. Dafür sind wir zusammengestellt worden. Mit einer so angeschlagenen Michaelitin, die ihre eigene Führerschaft in Frage stellt. Können wir das schaffen oder ist damit die Aufgabe zum Scheitern verurteilt? Da ist wahrscheinlich die Stimme der ganz rationalen, emotionslosen Liberiel im Hinterkopf, die die ganze Zeit sagt, ich muss das melden. Wir können das nicht schaffen. Liberiel, das ist deine Pflicht, das zu melden. Wir brauchen eine andere Michaelitin dafür. Diese hier gehört gar nicht mehr hierher. Diese hier müsste zurück zu Vater. Meldet das. Und mit diesem inneren Zwiespalt zwischen, ich mag meine Schar, ich fühl mich jetzt hier angekommen so langsam, und diesem Gefühl von Pflichterfüllung, dem sie nachgehen müsste, zieht sie sich dann irgendwann so ein bisschen raus aus dem Knäuel, bleibt in der Nähe sitzen, sodass man ihre Anwesenheit durchaus noch spürt, wird aber in die Kathedrale ihrer eigenen Gedanken rübergehen, um das Erlebte, das Gezeigte selbst erstmal zu verarbeiten. Wie sieht denn in der Kathedrale der Gedanken jetzt Cetharil aus? Weil du hast ja von allen Avatare erschaffen. Ja, ich hatte ja einen neuen Raum, ein weiteres Stockwerk eingezogen. Und was ein großer, lichtgefluteter Raum war, wo jeder seinen Platz hatte. Und Cetharil war immer eine sehr starke Präsenz da drinne, sehr aufrecht, sehr stolz. Das ist deutlich eingebrochen. So sind sie, das, ne? Die Michaeliten sind ja die so sind wie Gott, ne? Genau. Das ist sie momentan gar nicht. Und das ist sie halt ganz genau gar nicht. Ihr Abbild, das Licht um sie herum, sie hat sonst wirklich in so einem Lichtkegel vor einem Fenster gestanden. Es ist, als wenn das ganze Fenster jetzt mit Staub bedeckt wäre und Spinnenweben davor hängen. Und ja, es ist sehr, sehr eingetrübt. Und sie ist auch nicht mehr so groß und nicht mehr so erhaben. Und ja, es ist einfach, als wenn halt Glanz abgefallen wäre. Dieser Glorienschein ist von Realität überzogen worden. Ein schönes Changeling-Bild, ja. Ja, ein trauriges, ein sehr, sehr trauriges für die Wechselbalgwelt. Ja. Liberiel hat von Wechselbalgern keine Ahnung. Aber ja, für sie ist es ein bisschen wie, als wenn man ihr die rosa-rote Brille, was die Michaeliten betrifft, von der Nase genommen wurde. Und ja, wir können leiden, offensichtlich. Ja. Und sie sitzt jetzt dann in der Gedankenkathedrale bei ihrer Schar. Weiß nicht, warum Cetharil. Auch Liberiel weiß, dass Cetharil eigentlich nicht mehr hier sein müsste mit dieser Erfahrung, sondern alle Ehre hätte erhalten müssen, um in den Himmel aufzusteigen, zurück zu Vater. Aber sie ist noch hier. Das muss einen Grund haben. Das heißt, Vater muss für sie hier noch eine Aufgabe haben. Das war ja auch somit das Letzte, was sie gesagt hat, dass Vater für sie hier noch eine Bestimmung hat, dass sie deswegen hier ist, dass sie was lernen soll aus ihrer Erfahrung und dass sie die Stärke daraus extrahieren soll, um diese Aufgabe zu schaffen, aber Liberiel zweifelt sehr stark daran, ob Cetharil das kann. Zweifelt sehr stark an der Schar, die Startschwierigkeiten hatte. Und bisher hat unsere Michaelitin uns da durchgetragen, hat uns zusammengehalten, hat gesagt, sie beschützt uns. Dann hat sie Inariel angegriffen, ist von uns weggelaufen, hat uns von sich gestoßen, will uns nicht. Das ist keine gute Voraussetzung.
Ja, dann haben wir also zwei Engel, die sich sehr schnell separieren von dem vom Knuddelhaufen. Und was machen Lyriel und Inariel? Ja, Inariel, wenn das Knuddeln so ein bisschen vorbei ist, wird er sich da ein bisschen Citariel beobachten, ihr aber ein bisschen Abstand lassen und sich da irgendwo auf den Boden setzen und überlegen, was er jetzt tun soll. Weil eine Entscheidung hat sie jetzt immer noch nicht getroffen. Aber vorhin noch, bevor sie das alles gezeigt hat, sprudelten da so ganz, ganz viele Worte aus Inariel raus. Jetzt weiß er nicht mehr so richtig viel zu sagen und alles, was jetzt zu sagen ist, ist auch Quatsch. Citariel muss jetzt darüber nachdenken und die wird dann schon irgendwie eine Entscheidung geben. Und dann kann er ja nochmal wieder lossprudeln. Er hat sich da nämlich schon ein bisschen was zurechtgelegt, wie man sie vielleicht nochmal aufhalten könnte. Argumentation hat er sich zurechtgelegt, jedenfalls eine. Aber er ist nicht der Typ für Argumentation. Das Citariel viel besser. Also sitzt er so ein bisschen in dem Wald auf dem Boden und zupft so ein paar Grashalme und macht nicht viel. Beobachtet die schlafende Citariel. Genau. Und Lyriel hatte ja ihre Engelskräfte benutzt, um Citariel zu stärken. Ja, Lyriel wird sich so ein bisschen in, ich bin hier so ein bisschen in heilsamer Beschäftigung üben oder Betriebsamkeit sozusagen. Also würde, wenn Citariel halt wirklich sich gar nicht mehr vom Fleck bewegt, ihr zumindest so ansatzweise so um sie herum so ein bisschen Lager richten und ihr zumindest einen Tee oder eine Brühe oder was hinstellen und im Endeffekt auch. Ja, so versuchen im Endeffekt am liebsten natürlich alle zu bemuttern. Und halt einfach dadurch, dass sie ja das macht, was sie immer macht. Kräuter für irgendwas schnippeln, vorbereiten, irgendwas aufräumen. Ja. Also was. Ja. Das mit dem Bemuttern ist gar nicht so einfach, wie man ja sieht. Citariel schläft, Inariel ist so ein bisschen abwesend. Ich freue mich aber, wenn ich was kriege, dann sage ich auch lieb Danke. Die Beriel hat sich in ihre Gedankenkathedrale zurückgezogen und ist deswegen nicht ansprechbar. Und Daniel ist ja stoisch mit dem Blick irgendwie in den dunklen Wald und Wache zu halten. Würde aber auch irgendwas dankend annehmen. So, er ist nicht so komplett abweisend. Ja. Werde auf jeden Fall jedem so ein Schälchen. Ich meine, wir hatten ja einen Eintopf oder ähnliches gehabt, den wir quasi mitgeführt hatten. Musst du nur wieder zu der jetzigen Stelle holen, denn da ist ja ein bisschen weiter weg jetzt, aber das kann man ja machen. Ja. Genau. Würde ich holen, warm machen, also halt wirklich ein kleines Feuerchen machen und dann entsprechend wirklich jedem ein Schälchen stellen. Und Ja, so vergeht dann die Nacht. Der ein oder andere wird vielleicht Ruhe finden oder auch nicht. Engel brauchen ja in der Regel nicht wirklich Schlaf. Meistens meditieren sie ja nur, um sich ein bisschen zu regenerieren. Aber das ist bei weitem nicht so wie bei Menschen. Und als dann die ersten Sonnenstrahlen über dem Walddach aufgehen und so durch das Blätterdach dann auch auf den Waldboden durchfallen, ja, wird es auch warm auf dem Boden, der vorher ein bisschen so eine Feuchtigkeit hatte, weil es immer ja so eine starke Luftfeuchtigkeit in der Luft war. Die Nacht war sehr feucht, aber jetzt, wenn die Sonne rauskommt, dann ist es sehr schnell dann auch so, dass es auch sehr schnell trocknet und auch warm wird. Und die Vögel um euch herum im Wald, die haben sich auch wieder
Die haben ihre Angst verloren vor dem Schrei von Zintaril, die waren ja auch weg. Zwitschern inzwischen auch wieder. Daniel kann, wenn er aufpasst, hier und da so ein paar Waldtiere beobachten, ein Wildschwein oder ein Reh oder sowas oder ein Hasen, der irgendwie den Weg kreuzt. Ja, die Rühl würde tatsächlich, ich sag mal, ihr Werk vom Vortag fortführen, also so ein bisschen mit den Vögeln zwitschern und dabei auf jeden Fall mal einen Tee zubereiten und dass jeder was Warmes hat. Ja, von weitem kann man auch die Kirchenglocken aus der Stadt hören. Die sind laut genug. Ansonsten ist da nicht viel an Geräusch und. Ich gehe mal ein bisschen umher. Geh mal zu Daniel. Und? Gibt es hier irgendwas? Meinst du, hier sind noch mehr von diesen Kreaturen? Die Nacht war ruhig. Ja. Wenn es hier mehr gibt, haben sie sich sehr gut versteckt. Mhm. Sollten wir suchen? Daniel schaut dann einmal kurz so zu den anderen, die eventuell noch meditieren oder immer noch Zeit in der Gedankenkathedrale verbringen oder einen Tee kochen. Wir sollten uns nicht schon wieder aufteilen. Du hast recht. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Das Schiff fährt ein paar Stunden aus. Wir wollten gleichzeitig aufbrechen. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch wollen. Willst du? Wir haben einen Auftrag und die Leute im Norden brauchen uns. Ja. Aber das ist eine Entscheidung, die wir nur gemeinsam treffen sollten. Haben wir das nicht schon? Wir haben in den letzten Wochen viele Entscheidungen getroffen. Ja, aber alle gingen in die gleiche Richtung. Weiter nach Raguelsland. Ja, und vielleicht geht's da auch weiterhin. Vielleicht aber auch ganz woanders. Zetariel ist unsere Michaelitin. Aber wir haben alle gesehen, was mit ihr ist. Wir sollten ihr die Entscheidung nicht immer alleine überlassen. Ach so? Ich habe schon alles gesagt, was ich sagen konnte dazu. Also gut, sie ist offensichtlich nicht schuld daran. Ich habe die Nacht darüber nachgedacht, das macht keinen Sinn. Das war schrecklich, das war furchtbar, was passiert ist, aber das war nicht ihre Schuld. Ich spreche nicht von Schuld. Ich spreche davon, im richtigen Moment Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Das ist eine Entscheidung, die auch ein Michaelit nicht alleine treffen muss. Du hast recht. Weißt du, dieses Zusammenspiel, ich gucke mal ein bisschen, dass wir wirklich auch weit genug weg sind, dass Zetari uns nicht zuhören möchte, außer sie hat natürlich den Gedankenkanal offen, dann kann sie uns sowieso zuhören. Zetari und Chart gut zusammengearbeitet. Sie konnten gemeinsam entscheiden. Sie haben an der Front viel gelernt. Sie haben schnell gelernt. Und wahrscheinlich wäre diese Schar viel eher zugrunde gegangen, wenn sie nicht so schnell gelernt hätten. Können wir das irgendwie beweisen, dass wir gut zusammenarbeiten können? Wir sind noch hier.
wir haben diese Kreaturen im Gebirge besiegt. Das haben wir hier gestern gesagt. Wir sollten nicht eine Begegnung mit Traumsaat provozieren, um ihr zu beweisen, dass wir zusammenarbeiten. Nein, das hatte ich nicht vor. Wir sollten einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert. Wir sind eine Schar. Solange sie nichts anderes sagt, ist das auch so. Das heißt, du musst jetzt zum Frühstücken kommen. Komm mit. Ich lauf mal zum Feuer. Guten Morgen, Lyriel. Guten Morgen, Lyriel. Anja stapft dann hinterher. Das sieht lecker aus. Dankeschön. Auch gerne. Ich würde wahrscheinlich so quasi mit dem letzten Hafer zusammengekratzt haben oder was auch immer ich so angetreibt habe, um irgend so einen süßen Brei oder so zu machen zum Frühstück. Und halt dazu Tee. Mhm. Ja, ich nehme das und schau mal, wo Zitariel und Liberiel eigentlich sind. Liberiel müsste ja, wenn sie da die ganze Zeit versunken in der Gedankenkathedrale am Gange war. Was hast du denn gemacht die ganze Zeit da? Ich habe lange Zeit bei meiner Gedankenschar gesessen und einfach nur Zitariel angestarrt. Dann bin ich runtergegangen und habe mich ein bisschen mit Kochbüchern, die ich gelernt habe, auswendig beschäftigt. Habe mich dann irgendwann mal an den Seitenraum dran gemacht, den aufzuräumen, wo Padariel untergebracht war. Habe den aufgeräumt, die Tintenflecke beseitigt. Ich habe alles Mögliche getan, um nicht aufwachen zu müssen und mich der Thematik der Schar ja oder nein stellen zu müssen. Okay, also ich fühle mich dem einfach Flucht. Nicht so richtig gewachsen. Und ich überlege, wenn ich auch gerade bei Pandariel in dem Raum stehe, ob man die Gedankenkathedralen verstorbener Engel noch betreten kann. Wer ob weiß. Ich vielleicht was über Zitariel und ihre alte Schar noch mehr herausfinde, als das, was sie uns gezeigt hat, wenn ich in die Gedankenkathedrale ihres verstorbenen Rameliten gelänge. Um ihr dann zu beweisen, dass sie nicht schuld ist, damit wir vielleicht zusammenbleiben können. Ist ja schon mal eine Idee. Ja, Zitariel wacht auch irgendwann auf. Ja. Schon wieder Willen wahrscheinlich. Zitariel ist wieder in dieser Federkugel verschwunden, in der die anderen sie gefunden haben. Und wenn sie aufwacht, wird sie sich erstmal eine ganze Zeit lang nicht bewegen, sondern einfach darauf lauschen, was so im Lager passiert, was die anderen tun. Scheinen alle damit beschäftigt zu sein, sich zu beschäftigen. Ja. Ja, Lyriel räumt gerade die nicht angefasste Schale mit Abendessen weg und stellt stattdessen warmen, süßen Brei und eine Tasse Tee hin. Ja, sie versucht sich nicht zu genau an den letzten Abend zu erinnern, um sich nicht wieder selber zu triggern, sondern versucht das Ganze, so wie sie es in den letzten Monaten getan hat, hinter so einem leichten Nebel zu verstecken, sodass sie es sich nicht direkt ansehen kann, sondern wie so ein bisschen, wenn man den Focus Point verschiebt, dass man halt so daran vorbeiguckt. Um halt irgendwie wieder ihre geistigen Barrieren hochfahren zu können, um irgendwie wieder funktional arbeiten zu können, weil sie eine Entscheidung halt sehr zu treffen hat, beziehungsweise weil sie eine Entscheidung verteidigen muss, in ihren Augen, weil dass die anderen das mitbekommen haben, ist ihr gar nicht so recht. Das ist nichts, was Engel anderer Scharen sehen sollten. Das ist
nichts, was sie in der Regel verstehen sollten oder auch nur versuchen sollten zu verstehen, weil das ist zu viel für sie. Ihre Seelen sind nicht darauf ausgerichtet, so viel von anderen mitzubekommen. Vor allem so ungeschminkt, ehrlich, so viel von anderen mitzubekommen. Die haben da nicht die Schutzmechanismen für, um damit umzugehen. Sie werden nicht von ihrem ersten Tag auf Erden darauf vorbereitet, genau damit konfrontiert zu werden. Dementsprechend ist sie im Moment dabei, so ein bisschen ihre Schutzmechanismen zu flicken. Und doch scheinen sie es ganz gut verkraftet zu haben. Ja, vielleicht. Ich habe noch nicht in ihre Köpfe geschaut, um herauszufinden, wie sie jetzt wirklich über mich denken. Guten Morgen, Citariel. Ich habe hier ein bisschen Hafer für dich. Keine Reaktion. Ich stell sie hier neben dich. Links neben dir. Ich drück's nur so einen kleinen Zentimeter nach links. So. Ja. Oh, da liegen ein paar Früchte. Ich packe ein paar von den Trockenfrüchten und werfe die mit in den Haferschleim rein. Dann gehe ich wieder weg. Und jede einzelne kleine Frucht trifft ganz genau, einfach weil Aurelien das können. Nachher so ein immer so einen Schritt weiter weg, zack, einen Schritt weiter weg, zack, einen Schritt weiter weg. Die neue Art der Ninja-Sterne. Oh. Wir müssen dann langsam, ich gehe mal wieder zu den anderen zurück. Wir sollten dann zusammenpacken, das Boot wird bald aufbrechen, wir müssen dann los. Bist du bereit, Liberiel? Man sieht das an dem. Wo ist sie denn? Liberiel? Ich laufe schnell zurück zu Citariel, da ist noch eine Trockenfrucht. Und genau in den Mund. Während du dann auf dem Weg zu Liberiel bist, hätte Liberiel einfach nur eine Schale noch hin. Danke. Ich nehme die Schale, pack da die Frucht rein, halt das so unter die Nase von Liberiel. Es gibt Frühstück. Das ist Haferbrei mit Früchten. Das ist ziemlich lecker. Ach, besser auf, bevor ihn Nariel alles aufgegessen hat. Liberiel steht also gerade an dem Tor, wo es nach draußen geht, raus aus ihrer Gedankenkathedrale, rein in die Halle des Lichts. Und dann zieht dieser Duft von Haferbrei durch ihren Garten und von süßen, kandierten Trockenfrüchten. Haferbrei. Wie langweilig. Können die nicht mal was Besseres kochen zum Frühstück? Ich sollte in Zukunft kochen. Aber wir haben ja kaum was. Ob sie alle wach sind? Ich gucke zu dem Rosendurchgang in Richtung Halle des Lichts. Starre in meinen Garten raus. Na gut, schauen wir mal, was sie... ob es eine Entscheidung gibt. Mhm. Ja, und dann sieht man, wie ich bei euch vor deiner Nase, Inario, so der Kopf nach vorne fällt und dann die Augen ein bisschen ins Morgenlicht blinzeln. Guten Morgen, ich habe so eine Schale direkt vor deinem Gesicht. Schieb das erstmal ein Stück weg, nachdem ich dir das fast aus den Händen geschlagen hätte beim Versuch, mich zu strecken. Naja, ich stelle sie dir hier hin. Danke. Mein Blick huscht rüber dahin, wo das Federknäuel liegt. Sie schläft ja noch. Ja, aber ich habe dir auch was zu essen hingestellt.
Ja, dann starre ich dir in die Augen. Du siehst jede Menge Verunsicherung in ihrem Blick. Sie blinzelt. Sieht auch vielleicht auch ein bisschen müde aus. War ja geistig durchaus aktiv die Nacht, aber halt der Körper hat sich ausgeruht. Wollte eigentlich wissen, ob du dich bereit fühlst für den Flug. Die Augenbrauen, die nach oben wandern, ein bisschen Verblüffung. Heute geht's los. Bist du dir sicher? Das Blick, der wieder, das Gesicht schaut dich an, die Augen, die rüber zu dem Federknäuel wandern. Na klar. Wir sind eine Schar, wir haben eine Aufgabe. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Bis jetzt? Ja, bis jetzt. Zucke mit den Schultern. Was ist, wenn sie anders entscheidet? Dann muss ich sie wohl überreden. Hältst du das für klug? Zuck wieder mit den Schultern. Keine Ahnung. Sie hat uns in der Höhle gesagt, dass sie uns jedem die Entscheidung überlässt, Teil der Schar zu sein. Das gleiche Recht hat sie auch. Ich lasse mich mal zu Boden plumpsen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Weiterzumachen oder zweifeln. Ich mag zweifeln nicht. Also mache ich weiter. Das liegt vielleicht in deiner Natur. Das, wie Gott dich geschaffen hat. Dann ist es wohl richtig so. Du bist der Optimist in dieser Runde. Ja, vielleicht. Ich guck mal so an dir vorbei, lehne mich so zur Seite und schau mal Richtung Lyriel und Daniel. Wie seht ihr das? Ähnlich wie Nariel. Was sollen wir jetzt schon groß machen? Ich denke, wir sollten weiterfliegen. Aber diese Entscheidung müssen wir gemeinsam tragen. Dann müssen wir warten, bis sie aufwacht. Ich habe noch nie gehört, dass eine Schar eine Gemeinschaftsentscheidung in dem Sinne trifft. Es gab da mal ein Konzept, das die Menschen ausprobiert haben, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Diplomatie. Wir tun das an. Nein, Demokratie. Wir tun das andauernd. Weißt du, wenn es darauf ankommt und wir uns einfach, wenn es gar nicht darauf ankommt, dass wir so viele Gedanken machen und so viel reden wie jetzt, sondern einfach entscheiden, dann tun wir das gemeinsam. Eine gute Entscheidung kann man nur auf guten Überlegungen treffen, indem man das Pro und Contra abwiegt. Man kann auch auf sein Herz hören. So treffe ich die Entscheidung. Jeder von uns macht das anders. Aber wir zusammen machen es doch richtig. Sonst würde die Schar nicht so zusammengestellt werden. Deswegen gehört eine Schar zu aus allen Engelshäusern. Ja,
und nein. Wie nein? Jeder hat sein Spezialgebiet. Ja, und zusammen ist es richtig. Ja, aber nicht bei der Entscheidung. Jeder von uns muss in seinem Umfang und seinem Können nach, seinem speziellen Wissen nach, seinen Michaeliten die Informationen zukommen lassen. Aber du... Aber die Entscheidung treffen und den Befehl am Ende geben muss sie. Oder er, also der Michaelit allgemein. Aber nein. Und jeder von uns hat seine eigenen Pflichten. Wir können auch alleine entscheiden. In gewissem Umfang sicherlich. Ja, im Umfang unserer Aufgaben. Wir können doch nicht jedes Mal... Mit Abstrichen? Ich kann doch nicht jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und etwas erkunde, nach jedem Schritt Zitariel fragen, ob der nächste Schritt der richtige ist. Nariel hat recht. Ich gucke dich verwundert an. Ich habe auch einen verwunderten Blick. Juri lässt den Kochlöffel in den Brei fallen. Wenn wir in einen Kampf verwickelt werden und wir werden mit etwas konfrontiert, das wir nicht kennen, das unser aller Können überschreitet, dann darf die Verantwortung nicht bei einem liegen. Das haben wir alle gesehen. Wenn du, Liberiel, ausfällst, geht sämtliche Strategie den Bach runter. Ich bin gar nicht so gut in Strategie. Dieses Aber Ding es ist mit deine von Vater gegebene Aufgabe. Nein, das ist deine. Meine Aufgabe ist es. Du bist der Krieger. Du hast Strategie gelernt im Kampf. Ich habe nicht den Weg Gabriels gelernt bei meiner Ausbildung. Und ich habe gelernt, wie ich Traumsaat töte. Am effektivsten, das nennt man Strategie. Das nennt man Intuition. Nein. Wenn man Strategie so sehr verinnerlicht hat, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, kann man das durchaus mit Intuition verwechseln. Das mag sein, aber das ist Strategie. Wie dem auch sei, wir... Es gibt einen Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Groß und klein oder so. Ich halte die Klappe. Wie dem auch sei, wir werden Kreaturen begegnen, denen wir vielleicht nicht gewachsen sind, die wir zum ersten Mal sehen. Wie diese Feuerfliege, die eine ganze Schar vernichtet hat. Ich ziehe mal meine Flügel um mich und versinke so ein bisschen den aufgeplusterten Flügeln. Ich erinnere mich doch nicht an dieses schreckliche Ding. Es kann jederzeit passieren, dass ein Michaelit in eine Situation gerät, der er selber nicht gewachsen ist. Ja, dafür hat der Michaelit ja dann das Wissen eines jeden anderen Engels dazu. Wenn nur einer von uns ausfällt, ist diese Kette vorbei. Wir sollten Zitariel nicht mit Entscheidungen alleine lassen. Das haben wir nicht getan. Weil sie dem nicht gewachsen ist, sondern weil wir uns selber damit in Gefahr bringen. Aber das haben wir doch bisher nie getan, sie damit alleine gelassen. Wir haben ihr unsere Sicht dargelegt und aufgrund dessen hat sie am Ende eine Entscheidung getroffen. Das ist ihre Aufgabe. Das Wissen, das wir ihr zur Verfügung stellen, abwägen und eine Entscheidung treffen und diese dann in einen Befehl formulieren. Du hast in Zitariels Erinnerung oft genug gehört, dass ihre Schar einen Befehl wollte. Eine Entscheidung.
Wenn sie das nicht kann, müssen wir sie dabei unterstützen. Sie presst die Lippen aufeinander. Jeder Einzelne in Cetariel Schar hat sich auf sie verlassen. Ja, zu sehr. Jeder Einzelne hat ihr nicht mit den Informationen zur Seite gestanden, die sie gebraucht hätte. Jeder Einzelne in dieser Schar ist gefallen, weil Cetariel diesem Druck nicht gewachsen war. Das sehe ich anders. Ich weiß ja nicht, wie genau ihr das erlebt habt, aber mit Muriels Tod hatte Cetariel nichts zu tun. Sie hat sich wie, naja, vermutlich jeder handfeste Raphaelit dazu entschieden zu helfen, um jeden Preis. Das hat mit Cetariel nichts zu tun. Und nicht nur das, auch die anderen. Man kann nicht sagen, dass es nur Cetariel war. Jeder war überfordert in dieser Situation. Jeder. Und ich sage nicht, dass es Cetariels Schuld ist. Ich war selber an der Front. Ich weiß, wie chaotisch es ist. Niemand sollte sich auf die Fahne schreiben müssen, verantwortlich dafür zu sein, dass eine Schar stirbt, weil das nicht die Entscheidung eines Einzelnen sein sollte. Dennoch hat Daniel an der Front ganz klar erlebt, wie also die Befehlsketten eingehalten werden, ne? Und die klaren Befehle der Michaeliten. Das, was er erlebt und gelernt hat, ist jetzt ein bisschen zerbröckelt, das Bild. Ja, Daniel hat halt auch noch nie erlebt, dass einer von seinen eigenen Orden zu Schaden gekommen ist dabei. Also der in den Flammen war der Erste überhaupt. Ja. Und deshalb sollten wir, wenn Cetariel bei uns bleiben möchte, den Druck nicht auf sie legen, sondern sie entlasten. Klar. Ja, wenn du es so ausdrückst, stimme ich dir voll zu. Wir helfen ja auch Liberio beim Fliegen. Was? Ich meine, das ist doch so, oder? Ich habe auch keine Augen hinten. Wenn einer von euch was entdeckt, was hinter mir liegt, dann bin ich doch froh darüber. Ihr wollt ihr ihre Aufgabe wegnehmen? Was? Ihre Bestimmung? Nein. Ihr wollt für sie fliegen und ihr nicht zeigen, wie sie selber fliegen kann. Ihr müsst ihr nur das Wissen geben, das sie braucht, um entscheiden zu können. Das hat ihre alte Schar nicht gemacht. Das habe ich jedenfalls in dem, was sie uns gezeigt hat, nicht so ganz gesehen. Gut. Dann stapfe ich jetzt zu Cetari rüber. Lass mich im Schneidersitz vor sie plumpsen. Ich weiß nicht, ob du mir zuhörst oder nicht, aber das, was du wissen musst, ist, dass ich bei dir bin und mit dir zusammen nach Raguels Land fliege, ob du willst oder nicht.
Nein, das zweite stimmt. Tatsächlich ins Gesicht, weil während ihr geredet habt, ist so der Kopf aus den Flügeln aufgetaucht. Und sie hat euch eine ganze Weile einfach stumm zugehört im Hintergrund, ohne irgendwas zu sagen oder sonst irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Also das zweite stimmt nicht so genau. Nicht, ob du nicht willst oder du willst oder nicht, sondern das ist das, was du wissen musst. Ich halte zu dir. Ich halte zu dieser Schar. Jetzt kannst du entscheiden. Ich fange mal an, Sachen zusammenzupacken. Vorher solltest du noch wissen, dass auch ich zu dieser Schar halte. Und ja, wird auch anfangen, Sachen zu packen. Oh, und wenn ich Inariel vorhin richtig verstanden habe, solltest du auch wissen, dass das Schiff gleich losfährt. Das stimmt. Ich würde sagen, noch eine halbe Stunde oder so. Aber wir werden es auch einholen. Werden wir das? Wir sind eh schneller als ein Schiff, ja. Ja. Daniel? Du hast die anderen gehört. Wenn du willst, brechen wir gemeinsam auf. Ich habe sehr viel gehört, ja. Aber hier geht es nicht wirklich um das, was ich will. Das ist nicht von Belang. Das war's nie. Mir wurde ein Auftrag erteilt. Ich weiß nicht, wieso. Aber sie haben mich wieder rausgeschickt. Nach allem, was war. Vielleicht dachten sie, ich bin stark genug. Eine Weile dachte ich, ich sei stark genug. Wenn ich mich nicht zu sehr auf euch einlasse. Wenn ich mich auf meine Aufgabe konzentriere. Vielleicht war das falsch. Vielleicht war es richtig, ich weiß es nicht. Die Engel Michaels sind das Herz einer Schar. Sie halten alle zusammen. Das ist ihre Aufgabe. Zu führen und zu entscheiden. Verantwortung zu übernehmen.
Deswegen ist es nicht wichtig, ob es meine Schuld ist oder nicht. Das wird es nie sein. Wichtig, ob es meine Schuld ist oder nicht. Es ist meine Verantwortung. Egal, ob ihr versucht, mir sie zu nehmen oder nicht. Es ist meine Verantwortung. Weil ich es verantworten muss. Vor unserem Vater und vor der Kirche. Auch den Vorfall von gestern werde ich verantworten müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es meine Entscheidung ist, ob ich gehe oder bleibe. Wenn Gott wirklich noch eine Aufgabe für mich hat, dann wird er mir das nochmal bestätigen. Wenn nicht, dann habe ich meine Aufgabe wohl erfüllt, weswegen ich aus Roma Eterna aufgebrochen bin. Es ist schön, dass ihr euch alle so verbunden fühlt in der Reise, die wir miteinander erlebt haben. Ach, nach allem, was ihr gesehen habt oder erlebt habt. Aber hier geht es nicht um eine Sache des Gefühls. Es geht um eine Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob ich sie erfüllen kann. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Ich werde um ein Zeichen bitten. Wohin ich gehen soll. Und Gott wird zu mir sprechen, auf die eine oder andere Art und Weise. Hoffe ich. Und wenn er befiehlt, dass ich hier bleibe, werde ich bleiben. Und es weiter versuchen. Denn das ist meine Aufgabe. Ich bin ein Engel des Herrn. Ich höre und ich gehorche. Weißt du, Sitariel, vielleicht haben wir dieses Zeichen längst erhalten. Vielleicht habe ich es einfach nur übersehen. Du auch, schließlich hast du ja in meinen Gedanken mitgelesen. Da war eine Stelle in dem Buch. Da wird geschrieben, dass wir nichts von uns selbst aus tun können. Sondern dass wir
die Befehle Gottes, seine Wünsche ausführen. Dass sein Wille gerecht ist. Dass wir seinen Willen ausführen. Darin steht geschrieben, dass wir vom Himmel herabgekommen sind. Nicht mit eigenem Willen angefüllt, sondern nur mit seinem eigenen. Vielleicht ist das längst das Zeichen. Wir haben uns von der Welt einfach nur blenden lassen. Vielleicht. Aber das ist etwas, über das jeder von euch einzeln nachdenken muss. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig verstehe. Ich bin, glaube ich, auch nicht so gut darin, Zeichen zu deuten. Wie ich die Beriel schon gesagt habe, ich bin ja offensichtlich hier der Optimist. Mich sehen die Zeichen gut aus. Aber ich glaube, das muss jeder selber deuten. Du weißt, dass es mir das Herz brechen würde, dich gehen zu lassen. Aber das tut es für dich auch. Das höre ich, das spüre ich. Und jetzt komme ich doch schon wieder mit Zeichendeutung. Heißt es dann nicht, dass es das richtig, dass es falsch ist zu gehen, wenn es dir wehtut? Ich weiß es nicht. Ich will dich nicht überzeugen, Citariel. Ich hätte dich nur gern hier. Warum? Weil mein Herz das sagt. Ich kann das nicht mit. Ich deute auf Liberie. Ich kann das nicht so sagen. Das ist irgendwo da drin. Inariel, Lyriel, Daniel und ich, wir sind Engel des Herrn. Wir hören und wir gehorchen seinen Worten. Aus unseren Herzen und aus unseren Mündern spricht sein Wille, denn wir sind seine Engel. Wir können dir nicht vergeben, denn wir sind sein Wille. Wenn wir dir vergeben, stehe ich mal vom Boden auf und trete direkt vor Cetari und gucke auf sie runter. Es ist das erste Mal, dass man Härte in Liberiels Zügen sieht. Wenn wir dir vergeben, Cetari, dann vergibt dir Gott. Denn wir haben keinen eigenen Willen. Wir sind erfüllt von Gottes Willen. Jetzt steh auf und führe uns durch dieses verdammte, riesige, blöde Meer in Raguels Land. Dahin bringen wir Gottes Willen und wir bringen sein Licht zurück. Und verteidigen die Menschen gegen den Herrn der Fliegen. Damit sie nicht zu seinen Marionetten werden. Damit dort nicht ein weiteres Schlachtfeld entsteht, wie das, was du schon gesehen hast. Wenn wir jetzt nicht gehen, dann muss erst eine andere Schar zusammengestellt werden. Dann verzögert sich das. Der Herr der Fliegen hat mehr Zeit, dort Fuß zu fassen. Die Schrottbarone haben mehr Zeit, dort Fuß zu fassen. Und die Menschen, die dort ganz allein und schutzlos ohne Gottes Licht sind, können da sich hinsetzen und die Herzen der Menschen dort verderben.
Du hast uns nicht ausgewählt. Durch dich hat Gott gesprochen. Er hat uns ausgewählt. Er hat uns fünf dazu bestimmt. Was sind wir? Damit drehe ich mich jetzt auch um und schaue die anderen an. Wir sind Engel des Herrn. Blick wandert dann von dir Richtung Lyriel. Wir sind die Boten des Lichts. Zu Daniel. Wir hören und gehorchen. Zu Zitariel. Dann fliegen wir über das Meer. Damit steht sie auf. Von meinem geistigen Auge hatte ich gerade so einen in die Luft springenden Inhalt. Juhu! Er verkneift es sich sehr stark. Ein breites Grinsen auf den Gesicht. Das hat sich auch ein bisschen verbreitet. Du musst nur noch deine Schüssel aufessen. Also den Inhalt. Guck jetzt zu diesem kalten Haferschleim, in dem so die getrockneten Früchte so langsam aufgegangen sind, weil sie halt mit Flüssigkeit in Berührung gekommen sind. Dann nimmt sie sich die Schüssel und beginnt tatsächlich zu essen, weil sie halt weiß, was die anderen da so reinstecken. Lass diese Schüssel an mir vorübergehen, oh Herr. Ja. Ja, wird die Schüssel essen, die dann Lyriel rüberreichen. Ja, sie hat ja nicht wirklich viel Zeug. Also das, was sie hatte, hat sie irgendwie mitgenommen bei ihrer Flucht. Ja, Lyriel hat ja auch alles zusammengepackt und hier hingebracht, von dem anderen Rastplatz. Ja. Und, wenn dann alles fertig ist, wird sie einmal in die Runde gucken. Und dann ja, wir werden anfangs sehr hoch fliegen, so hoch wir können, um dann in einem relativ seichten Bogen hinabzugleiten, um Schwung zu holen, um dann wieder an Höhe zu gewinnen. Wir werden also in einer Art Wellenform fliegen, auf und ab, auf und ab. So werden wir nicht viel Kraft brauchen und können lange Strecken gleitend zurücklegen. Wenn der Wind günstig steht, werden wir es noch vor Sonnenuntergang auf die andere Seite schaffen. Ja, und mal schauen, wie das dann funktioniert. Alle nochmal eben aufs Klo und dann fliegen wir los. Genau, jeder in den Bus! Ja, deswegen machen wir eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder aus der wohlverdienten Pause. Ja, und wir sehen die Engelsschar abheben mit Sack und Pack und hinausfliegen auf das Meer, wo es in der Tat sehr schnell sehr windig wird. Und ihr lasst das Schiff, was Inariel ja gesagt hat, auch sehr schnell hinter euch, weil das ist in der Tat nicht sonderlich schnell. man sieht noch, wenn man über das Schiff hinüberfliegt, die Leute irgendwie auf euch zeigen. Ja, aber sonst, man mag es vielleicht als ein gutes Zeichen werten, aber in der Tat trifft auch das ein, was vorausgesagt wurde, nämlich, dass man Rückenwind gerade jetzt hat. Das heißt, eben,
Das Fliegen fällt selbst Liberiel sehr leicht. Gerade mit den großen Flügeln, mit dem Rückenwind ist das sehr einfach. Jetzt gerade. Was passieren würde, wenn der Wind dreht und euch entgegenfliegt, das will sich Liberiel allerdings wahrscheinlich hier aber nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Ja, und irgendwann seht ihr weder vor euch noch hinter euch Land. Nur noch weites Blau. Ja, ich, wenn Citare den Gedankenkanal wieder geöffnet hat für alle. Es wird ein bisschen dauern. Aber irgendwann werden alle so auf dem Meer, wenn halt wirklich vor und hinter uns kein Land mehr zu sehen ist, sind sie so dieses leichte Kitzeln spüren von so einer Citare, die mal so anklopft, bevor sie dann reinkommt. So Sheldon-Style. Ja. Dann werde ich auf jeden Fall zu meiner Schar sprechen und sagen, merkt ihr das ein bisschen weiter unten? Die wärmere Strömung, die wird uns länger oben halten. Ein Stück runter. Ja, genau. Und ich gebe Anweisungen. Ich achte aufs Wetter und ich denke mal, den Weg finde ich, auch wenn ich nichts sehe. Behaltet alle die Wasseroberfläche im Auge. Sollte uns irgendetwas auffallen, können wir das Schiff immer noch warnen. Ja. Ja, wenn wir ankommen, werden wir einen Platz brauchen, um uns auszuruhen und zu übernachten. Ich denke, dass der Flug uns einiges abverlangen wird. Inariel, wir verlassen uns da auf dich, etwas Passendes zu finden. Na klar, du kriegst auf jeden Fall so eine Welle von Zuversicht. Klar, was auch sonst. Ihr seht irgendwann unter euch tatsächlich Wasserbewohner, eine große Wasserfontäne sprießt aus dem Wasser heraus nach oben, nicht so, dass sie euch erreichen würde, aber es ist ein großes Tier, was da unten schwimmt. Boah, Inariel, was ist das? Oder weiß ich, was das ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Woher? Und du wahrscheinlich nicht, ne? Woher? Ja. Inariel, was ist das? Das ist ein Wal. Boah, der ist ja riesig. Wir könnten näher heran. Frage an Citariel. Ich halte das für keine schlechte Idee, wenn die gesamte Schar auf Wasseroberflächenlevel hinuntersteigt. Für eine schlechte oder für keine schlechte? Keine gute Idee. Also eine schlechte und keine gute Idee. Aber das sollten wir vielleicht lassen. Ich glaube, Liberiel ist ganz zufrieden damit, die Höhe zu halten. Hm. Na gut. Hallo, Wale. Dann winke ich Von Liberiel kommt über den Gedankenkanal Konzentration und Fokussierung. Man merkt, gerade Citariel wird es wahrscheinlich spüren, dass sie damit was anderes beiseite schiebt, damit es nicht in den Vordergrund drängt. Wenn sie nachbohren würde, was es ist, ist es immer noch ein nagender Zweifel, nagende Ungewissheit, die sie aber mit Fokus aufs Fliegen, auf die Flügelbewegung, ein mantraartiges Auf, ab, auf, ab, atmen nicht vergessen. Und dazwischen kannst du immer wieder Brocken auffangen, die sie rezitiert, immer wieder Fetzen von, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Atmen, auf, ab, auf, ab, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Atmen. Das ist so dieses Mantra, was bei ihr durch den Kopf geht. Und immer wieder aufsteigende andere Gefühle dann beiseite drängt. Das nicht drüber nachdenken, fliegen. Da rezitierst du also die Worte eines Engels ohne Flügel. Das weiß sie ja nicht. Ja, das ist eine Geschichte, die hast du ja gelesen. Ja, genau. Ach so, ja, genau. Das ist richtig.
Also ihr haltet ihn ja für einen Engel ohne Flügel. War die Überlegung, ob er der erste Engel war, ja. Katze? Nein. Piep, piep. Mhm. Endlich mal Cat-Content, der nicht bei mir ist. Was ist denn los? Ja, Cetaria bohrt auf keinen Fall nach. Wenn sie eins weiß, dann wie unangenehm es ist, wenn brutal und versucht herauszufinden, was du denn jetzt gerade denkst. Und dich dazu zwingt, darüber zu reden. Aber sie registriert es natürlich. Und Liberia wird von ihr dann ein beruhigendes Gefühl bekommen. Sie wird also diese Selbstverständlichkeit, mit der sie fliegt, versuchen, auf Liberia zu projizieren. Einfach, dass man halt merkt, dass sie gar nicht darüber nachdenkt, wie sich ihre Flügel bewegen, sondern dass sie es halt einfach tun, weil sie ein Teil von ihr sind. War ja so ein bisschen die Aufgabe, die sie Liberia gegeben hat. Und wie so, als würde sie versuchen, ihr einen Hinweis zu geben, projiziert sie dieses Gefühl von den schlagenden Flügeln, die halt einfach ein Teil von ihr sind, eine Verlängerung von ihr selbst, die sie nicht bewusst steuern muss, sondern die halt auf den Wind reagieren, wenn er sich ein bisschen dreht oder wendet. Weil das halt natürlich ist. Das ist der natürliche Zustand eines Engels. Er fliegt. Deswegen haben wir Flügel. Kann ich noch mal kurz nachfragen, wo ihr vorher stationiert wart? Also ich weiß, dass dass Citariel und dass Daniel an der Front waren, also in Syrien, Kleinasien, da in Jerusalem gekämpft haben. Wo waren die anderen? Ich werde in der Nähe gewesen sein vom Himmel, also wahrscheinlich Spanien. Ja, okay. Ich war im Norden von Roma Eterna stationiert, in einem Kloster an der Küste. Okay, also auch nicht sonderlich weit. Dann, die nächste Frage wäre gewesen, der Inariel führt euch ja. Führst du die einfach nur streng von Küste zu Küste oder versuchst du schon ein bisschen den Weg irgendwie an der Küste lang nachher in Richtung Trondheim, weil da in der Nähe ja das Dorf ist, wo ihr hin sollt? Nee, also erstmal direkt zu der Insel, die da so ein bisschen noch südlich von Skandinavien ist. Ja, das, okay. Da wird die erste Station sein. Okay. Ja, es dauert in der Tat sehr, sehr lange, aber der Flug ist merkwürdigerweise relativ unereignisreich. Der Rückenwind macht es euch sehr einfach und auch die warmen Luftströmungen so sind unerwartet. Also der Flug habt ihr euch wesentlich schwieriger vorgestellt, als das er nachher ist. Natürlich ist er sehr kräftezehrend trotzdem. Aber durch den Wind kommt ihr schneller voran, als ihr eigentlich wirklich gedacht habt. Und tatsächlich erreicht ihr dann diese kleine vorgelagerte Insel irgendwie mit Einbruch der Dunkelheit. Siehst du, Liberia, wir sind bald da. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Yay! Deutliche Erschöpfung ist spürbar, die von ihr ausgeht, aber... Ja, ich denke schon, dass es Erschöpfung auf jeden Fall da sein wird, weil sie einfach irgendwie den ganzen Tag ohne Pause fliegen ist natürlich trotzdem Rückenwind immer noch ein bisschen anstrengend, gerade für Liberia, ja. Aber jetzt, wo ich sie sehe, Citariel, ich werde vorfliegen und die Küste auskundschaften. So das. Wir suchen einen sicheren Platz, um zu landen. Sollte in der Nähe tatsächlich ein guter Ort sein, um unsere Befestigung aufzubauen, unsere Schutzburg, unseren Posten, den wir errichten sollen. Naja, wir sind auch direkt dort Stellung beziehen. Das ist noch nicht Raguels Land, das ist noch eine Insel davor. Gut. Wir müssen morgen noch einmal über ein kleines Stück über das Meer, dann sind wir da. Nochmal übers Meer. Pass auf, dass dich niemand sieht. Wir können es uns nicht leisten, in der Nacht überfallen zu werden. Gut. Ja, dann werde ich relativ tiefen Anflug an die Küste machen und halt schon vorfliegen vor den anderen, mich beeilen und ja, die Küste auskundschaften, ob ich da jemanden sehe. Ob ja, das du überhaupt. Du siehst einige an der Küste, einige kleine Fischerdörfer, die da auf jeden Fall sein werden, ja. Okay.
Was machen die für einen Eindruck, wenn ich da... schwierig. Ja, ich versuche mal in einigen Abstand da dran entlang zu fliegen, um zu gucken, ob mir das bekannt vorkommt, dass das so vertraute Dörfer sind, wie ich sie weiter im Süden auch erkennen würde, ob ich da irgendwelche Einflüsse sehe von ketzerischer Technologie oder irgendwie keine Kirchen, irgendwas, was merkwürdig wäre. Ja, Frage ist jetzt, was für Nariel merkwürdig ist, ne? Ne, wie gesagt, irgendwelche Technologie oder halt tatsächlich das ganze Abhandensein von einer Kirche zum Beispiel. Ja, so einen richtigen kirchlichen, sakralen Bau kannst du nicht erkennen. Aber auch irgendwie jetzt sonst sehen die Dörfer jetzt auch nicht sonderlich anders aus als irgendwie bei euch da. Na gut, aber Zethariel hat gesagt, wir sollen nicht gesehen werden. Also versuche ich einen Weg, einen guten Weg an diesen Fischerdörfern fahren vorbei und vielleicht im Land weiter im Landesinneren, in einem Wald oder so, einen Platz zu finden, wo wir landen könnten, wo wir geschützt werden. Die Insel ist erstaunlich wenig bewachsen, also bewaldet. Es ist eher so steppiges Gebiet, wenn man ein bisschen in das Innere des Landes hineinfliegt. Keine Ahnung, wie weit Inaria ins Innere reinfliegen will. Aber es ist sehr karg. So 10 Minuten Flugstrecke würde ich auf jeden Fall nehmen. Das wird ja schon eine große Strecke sein. Dann wird dir das auf jeden Fall auffallen, dass das Land sehr karg ist. Dann vielleicht irgendwie einen Hügel oder so außerhalb der Dörfer, da kann man sich vielleicht so ein bisschen dahinter. Ja, das ist auf jeden Fall möglich, ja. Was dir auf jeden Fall auffällt und was den anderen auch auffällt, ist ein merkwürdiges, ja, vielleicht ein Wetterphänomen oder so. Jetzt, wo es dunkel wird, ist es deutlich sichtbar, dass normalerweise ist es ja so, Inariel ist das so gewöhnt, dass wenn es halt dunkel wird, wird es halt dunkel, ne? Und hier ist es aber so, dass am Horizont, also Richtung Raguelsland, da wo ihr hin wollt, der Himmel ein bisschen erleuchtet ist. Man kann das nur so erahnen als letzten Schein, aber es ist halt, als wenn halt am Horizont irgendwie so ein, ja, noch, dass der ein bisschen erleuchtet ist. Nur ganz kleine Stelle, aber ja. Ich schicke euch den Weg, den ich ausgekundschaftet habe, der beste wäre, vorbei an den Dörfern und dann zu mir. Und würde da schon mal an dem Hügel landen und so weit vorbereiten, wie es geht, muss ich wahrscheinlich nicht viel machen. Schon mal mein Zeug ablegen, gucken, ob hier wirklich niemand ist und vielleicht das Gras ein bisschen platt treten oder so, damit man sich hier auch hinlegen kann. Muss man nicht, aber können. Dann ist auch sehr hoch gewachsen. Also Inariel ist ja nicht sonderlich, seid ja alle auf Kindergröße noch. Das heißt, nicht völlig ausgewachsene Erwachsene. Das heißt, vielleicht könnt ihr euch sogar komplett im hohen Gras irgendwie, wenn ihr euch hinkniet oder so, verstecken. Ja, sehr gut. Das meine gut, Liberiels Flügel würden wahrscheinlich oben rausgucken, aber ja. Kann sie sowieso nicht mehr hochhalten nach dem Flug. Die liegen einfach nur noch flach wie so ein Teppich. Wie so ein Hamster also in der Sonne. Am anstrengendsten wird der Flug wahrscheinlich für Zethariel und Liberiel gewesen sein. Einfach wegen der Erschöpfung. Für Daniel und Inariel wird es wahrscheinlich noch. Also, ihr merkt auch deutlich, dass das an euren Kräften zehrt. Auch der Erkundschaftsflug ist jetzt auch gar nicht so einfach für Inariel. Für Lyriel ist es eigentlich auch nur normal anstrengend wahrscheinlich gewesen. Also für Zethariel und Liberiel halt besonders, weil Liberiel ist kein guter Flieger und Zethariel ist halt dieses kräftezehrende Ding gerade hinter sich. Habe ich das Gefühl, dass dieses Licht im Norden noch auf der Insel ist oder bis darüber hinaus? Das ist am Horizont, keine Ahnung. Könnte auf der Insel sein, könnte aber auch hinter der Insel sein.
Aber irgendwas erleuchtet halt den Himmel da. Aber das kennen wir nicht vom Brandland oder so. Das Brandland leuchtet nicht nachts. Das Brandland leuchtet überhaupt nicht, das ist tot. Okay. Aber was Zitharil und Daniel wohl kennen, ist die Feuersäule. Ist die Feuersäule, ja. Ja. Ihr seid, glaube ich, ihr seid die einzigen beiden, die schon mal die Feuersäule gesehen haben könnten, glaube ich. Ja. Der Korsika ist ja auch eingerahmt. Ja, aber das Fegefeuer von da ist ja schon ganz lange weiter weg. Ach so, okay. Das ist schon weiter, ist ja schon fast jetzt bei, wie heißt da die Meerenge? Ach ja, stimmt. Zum Pazifik. Ist das der Pazifik? Nee, Atlantik. Gibraltar meinst du? Genau, Gibraltar. Stimmt, ist ja weitergezogen. Und bei Inariel ist halt durch das Gebirge halt in Frankreich, ist es halt wahrscheinlich schwierig, da jetzt noch groß was gesehen zu haben von der Feuersäule. Ich würde mal tatsächlich Daniel zu Rate ziehen. Glaubst du, das ist die Brandsäule, die den Himmel Raguels zerstört hat? Das ist deine Einschätzung, könnten wir sie von hier aus sehen? Schwer zu sagen. Hat dieses Leuchten auf mich irgendwie einen bedrohlichen Eindruck? Nee, nicht speziell, nee. Sieht anders aus als die Säulen. Naja. Aber vielleicht ist diese Säule ja anders gewesen. Immerhin hat sie den Himmel angegriffen. Wir sollten, wenn wir morgen weiter in die Richtung fliegen, Vorsicht walten lassen. Und soll ich nachschauen? Nein. Das bringt jetzt nichts in der Nacht. Aber du kannst dir die Richtung merken. Und wenn wir morgen in der Richtung vorbei sind und es sich herausstellt, dass das nicht eine der Säulen ist, dann können wir überlegen, ob wir dort einen Abstecher hinmachen. Jetzt sollten wir uns ausruhen. Ja, das sollten wir. Und der Flug war für uns alle anstrengend. Wir sollten hier relativ sicher sein. Entschuldigung, Zitharin. Alles gut. Ja, dann könnt ihr euch die Nacht über erholen, ausruhen. Oder noch irgendwelche Pläne schmieden. Lyriel wird wahrscheinlich wieder irgendwas kochen wollen. Ich weiß Feuer. Nicht, ob die Beryl ihr diesmal dabei hilft, ein bisschen was Besseres zu kochen. Wir sollten kein Feuer machen. Sobald die Beryl gelandet ist, fällt sie im hohen Gras um und schläft fast auf der Stelle ein. Die ist echt kaputt am Ende ihrer Kräfte. Und ja. Ja. Wir sollten wirklich kein Feuer machen. Vielleicht Daniel? Wir beide könnten uns abwechselnd mit Wache halten. Wie ist denn die Kuhle, die du uns geführt hast? Du hast ja gesagt, dass das ein bisschen abgeschirmt ist. Ja, genau. Also so hinter einem Hügel in Richtung der Dörfer. Ja. Aber vielleicht ist aus dem Landesinneren, vielleicht sind da auch noch Leute. Ich weiß nicht, wann hier jemand vorbeikommt und wann nicht. Deswegen würde ich ein Feuer gerne vermeiden, weil es zieht unweigerlich jemanden an. Genau. Kein Feuer. Ja, ist gut. Ich glaube, wir haben ja heute Morgen gegessen, so brauchen wir ja nicht direkt wieder Nahrung. Ich gucke zu Liberiel. Oh, sie auch nicht. Willst du ihr helfen? Ein wenig, aber ja. Ich schaue mal und würde halt zu Liberiel hingehen und ja. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich überhaupt das sehende Auge anwenden würde, weil sie ist wahrscheinlich einfach nur erschöpft. Ich würde ihr ein bisschen Kraft geben und halt schauen, dass ich die Flügel so ein bisschen, also einmal ein bisschen abtaste nach Verspannungen oder sowas und die halt ein bisschen löse.
Ja, es wird halt die Flugmuskulatur sein, die verspannt ist. Außerdem wahrscheinlich der Schulter-Nackenbereich, weil man muss sich ja stabil halten in der Waagerechten. Hm. Heißt, die Waden sind knüppelhart, die Oberschenkel vom Bein fest hochhalten und ansonsten ist sie halt, ja, ausgelaugt von dem langen, anstrengenden Flug und ja. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so aus, dass, dass Lyriel die ganze Zeit bei Liberia sitzt, wirklich an den Flügeln halt so die Verspannungen rausmassiert und dabei wahrscheinlich irgendwann selber einschläft und so mit den Händen oder an den Flügeln weggeknickt ist. Ja. Können das kurz machen, es wird hier nichts sonderlich passieren. Irgendwie könnt am nächsten Tag wieder weiter losfliegen und dann hat der Wind leider in der Nacht ein bisschen gedreht und der Flug, der jetzt über diese kleine Meerschneise und über den Rest der Insel ist, Richtung Ragelsland und über die ersten Ausläufer von Ragelsland, ist wesentlich schwieriger heute jetzt für euch, weil der Wind halt gedreht hat und euch entgegenbläst diesmal. Und dann auch während ihr fliegt irgendwie öfters mal so eine Böe von der Seite kommt, wo man das gerade nicht vermutet. Das heißt, es ist wesentlich, wesentlich anstrengender und vor allen Dingen auch muss man ständig auf der Hut sein. Dass man, was ja bei dem Flug gestern konnte man einfach ausschalten, gerade ausfliegen, immer diese Manöver mitmachen. Aber das funktioniert jetzt heute nicht. Es ist nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit, will ich die ganze Zeit sagen. Nein, nicht, gar nicht mehr weit. Und ich steuere jetzt halt genau Trondheim rein. Ich würde tatsächlich ein bisschen seitlich von der Gruppe fliegen, nämlich aus der halt die Windböen kommen, um halt Liberiel immer so einen gedanklichen Refleximpuls zu schicken, sobald mich die Böe erfasst, weil sie dann kurze Zeit später erfasst, bedeutet, sie hat zumindest schon mal so eine geistige Repräsentation von, wie kann ich darauf reagieren, damit sie nicht drüber nachdenken muss. Ich versuche das Nachdenken zu verhindern, weil das dauert zu lang. Ja, man merkt, Liberiel ist ein Kopfengel. Die denkt nämlich sehr viel und zwar hauptsächlich, ah, Panik, was muss ich tun? Nein, so die Flügel, nein, doch nicht so die Flügel, ah. Das war zu weit umgestellt, ich muss zurück. Trudel, Trudel, auffangen, flatter, 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 flatter. Liberiel, hör auf zu denken. Aber dann falle ich runter. Nein. Fühle das, was ich fühle. Denke dich durch das, was du von mir bekommst, in mich hinein. Nur reagieren, nicht nachdenken. Meine Flügel sind viel größer als da. Ich bin ja schon still. Sie funktionieren gleich. Versuch es. Ah! Zieh mir mal eine Karte, wie gut es gelingt, Koali. Okay. Und wenn du jetzt hier die Windböen auf den Plan rufst, dann brauche ich auch eine Karte. Und der nächste Absturz. Nein! Wenn ja, das letzte Mal, als Liberia eine Karte fürs Fliegen wollte. Ja. Danach kam danach Traumsaat. Das stimmt nicht. Das letzte Mal, als ich eine Karte fürs gemeinsame Fliegen wollte, war es ein sich integrieren und Spaß finden, daran mit euch zu fliegen. Stimmt, dann war es das vorletzte Mal. Okay, ich bin schon still. Nee, es ist das 21. Arkanum, die Welt in umgedrehter Bedeutung, Trägheit, Faulheit, Unvollständigkeit, Beschränktheit, Restriktion und Verneinung. Ja, sehr schön. Also es wird schon damit losgegangen sein, beim Losfliegen, dass Liberiel höllischen Muskelkater hatte vom gestrigen Flug und deswegen schon sehr unleidlich war und nicht aufbrechen wollte. Dann sind wir losgeflogen und es kam die ganze Zeit ein mega Widerwillen von ihr, warum wir eine Pause gemacht haben, warum wir jetzt das letzte Stück nicht in der vergangenen Nacht noch geflogen sind. Da war der Wind nicht da. Das war einfach alles viel einfacher. Und überhaupt, was haben wir uns dabei gedacht? Jetzt hat man wieder dieses verdammte Wasser, diesmal auch noch mit Wellen. Da verstecken sich viel besser Viecher drunter. Was ist, wenn die uns jetzt kommen und fressen? Und dann wieder eine Windböe, ein furchtbares, fast schon
väterlich-lästerliches Gefluche, was von ihr über diesen Kanal rüberkommt. Und dann auch noch Cetariel, die jetzt hier ihr Vorträge darüber hält, wie sie das machen soll, wobei sie sich erstmal mit ihren eigenen verdammten Problemen auseinandersetzen sollte. Sie verbreitet eine unheimlich schlechte Laune über diesen Kanal. Toll. Dabei trudelt sie immer wieder, sie stürzt nicht wirklich ab, aber sie ist sehr, sehr, sehr verärgert und ihr tut halt einfach alles weh vom Muskelkater. Sie ist auch immer noch steif vom gestrigen Tag, von Verkrampfungen und mit dem Wind, der macht es halt auch nicht besser. Sie hat halt auch Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich, was es auch nicht besser macht. Ja. Liberiel, wir haben es bald geschafft und dann sind die Flüge vorbei. Ja, hoffentlich, dann will ich die nächsten Tage nicht mehr fliegen. Nein, müssen wir auch nicht. Naja, genau dann sollten wir das mit dem Fliegen aber eigentlich weiter fortsetzen. Wir haben hier keine großen Bibliotheken, in denen man Tage verbringen kann. Wir werden... Ich brauche keine physische Bibliothek. Wir werden Strecken zurücklegen müssen. Hier oben gibt es keine Infrastruktur. Ja, wenn ihr jetzt so über das Land hinüberfliegt, über das erste Land, ist das irgendwie Infrastruktur. Also es gibt Straßen, es gibt auch Dörfer. Etwas größere Ansammlungen, wie sowas wie Städte sein könnten, auf jeden Fall auch. Und dieser Fixpunkt, der in der Nacht halt den Himmel erleuchtet hat, der ist auch immer noch sichtbar. Hinter dem großen Gebirge zwar, aber sichtbar. Zumindest am Horizont. Faszinierend. Ja, ich versuche, Liberiel auf dem Flug immer mal wieder gut zuzureden, was mir eigentlich nur diese schnippischen Kommentare einbringt und nicht viel bringt. Aber ich werde es trotzdem weitermachen. Siehst du, guck mal da vorne, wir müssen noch hinter... an den Seen vorbei. Die sind ziemlich hübsch, die Seen, oder? Das ist mir sowas von egal. Du hast gesagt, wir landen, sobald wir das Meer hinter uns haben. Das Land, warum landen wir nicht? Weil wir noch nicht in Trondheim sind und erst recht nicht in Brühlheim. Wir könnten wenigstens eine Pause einlegen und diesen Wind abwarten. Der Wind wird sich den ganzen Tag vermutlich halten. Dann müsstest du, du hast dich eben gerade beschwert, dass wir gestern nicht weitergeflogen sind. Ja, da war ja auch kein Wind. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend das mit so verfluchten großen Flügeln ist? Entschuldigung, Vater, ich soll nicht fluchen, aber sie sind wirklich groß. Warum hast du mir so große Flügel gegeben? Zufälligerweise wissen wir alle, wie anstrengend es ist. Rate, wieso? Weil ihr Flugengel seid. Ich bin ein Engel des Wissens. Ich bräuchte eigentlich nicht mehr Flügel. Nein, weil wir auch keine Flügel. Wir singen nur. Wieso hab ich Flügel bekommen? Ich muss doch mit Dinge wissen und nicht umherfliegen. Wir sollten auch diese Fähigkeit haben, uns mit den anderen Engeln zu verknüpfen. Dann könnten wir in der Bibliothek bleiben, euch einfach das Wissen rüberschicken, dann ist Feierabend. Warum können das nur die verdammten Michaeliten? Neid, Neid. Gut. Ich werde so, so froh sein, als ich dann sagen kann, da vorne ist Trondheim. Ja, also wenn du Trondheim entdeckst, dann entdeckst du auch das Brandland, weil Trondheim ja das Brandland quasi ist, weil dieses Fegefeuer ja da drüber gelaufen ist. Das heißt, ein wahnsinnig verödetes, ausgebranntes, leeres Land. Wir müssen da runtergehen. Leichte Rauchschwaden, die aufsteigen vom Boden. Wir können dort nicht hinuntergehen. Vor Trondheim sieht man noch Druinen. Also man sieht noch die Überreste von Gebäuden und vielleicht auch noch den Überrest des Himmels, aber alles ist tot. Werden wir sterben. Das Brandland verlässt man nicht lebendig. Ich meine, dort hinten, die Siedlung, das müsste Brühlheim sein. In der Tat ist da eine kleine Siedlung um ein größeres Gebäude angeordnet, das ein bisschen aussieht wie ein bisschen klobig gebauter Turm. Der Turm ist sehr breit und sehr mächtig, allerdings ein bisschen verfallen.
Und da ist noch ein größerer Gebäudekomplex dran, wo einigen, ja, wo sich dann noch Hütten drumherum gebaut haben. Die dann wieder ein bisschen mehr so aussehen als das, was ihr schon kennt. Inariel, flieg bitte vor und kundschafte das Dorf aus. Wir werden hier so lange eine Runde drehen. Damit gehe ich in so einen Dingflug und beginne zu kreisen. Nachdem ich durch den Gedankenkanal das Augenrollen von Liberiel mitbekommen habe, mache ich mich auf den Weg nach Brülheim. Und damit ich das nicht, Zitariel, damit ich das nicht falsch verstehe, unsere Aufgabe war uns in Brülheim, dass Brülheim jetzt unser Stützpunkt ist. Also ich muss nicht unbedingt versteckt bleiben, oder? Soweit ich weiß schon. Gut. Es ist aber schon so lange her. Was habt ihr? Soweit ich weiß, mussten wir nach Brülheim, um dort ja. einen Stützpunkt auszubauen für die Kirche. Mhm. Das habe ich zumindest im Kopf. Bauerngut, das mittlerweile ausgebaut wurde. Genau. Das Gut soll gesäubert werden und danach als Stützpunkt fungieren. Das kleine Dorf heißt Brülheim. Genau, jetzt ist halt die Frage, was heißt gesäubert? Deswegen kriege ich ihn nicht vor. Ich bin vorsichtig. Mhm. Ich möchte tatsächlich ein bisschen, es wird hier recht karg sein, nicht wahr? Recht wenig Bewuchs. Also werde ich ein paar hundert Meter davor, vor dem Ort landen. Ja, mich ausziehen. Und nackt in das Dorf laufen, und zwar unsichtbar. Mit der Gabe unsichtbar in das Dorf hineinzulaufen. Denn das ist eine Sache, die Inariel sich die ganze Zeit gedacht hatte. Als Argumentation, wenn Zitariel immer noch glauben würde, dass sie schuld wäre, dass ihre Schar gestorben ist. Tabiel hätte genauer nachgucken müssen, als sie gesagt hat, schau einmal nach. Hat er nämlich nicht gemacht. Also, denkt sich jetzt Inariel, ich schaue genau nach. Nicht, dass ich einfach nur von außen würde ich dann Leute sehen, sondern ich gucke mir auch die Leute genau an. Also werde ich jetzt in das Dorf. Du siehst relativ normale, bäuerlich gekleidete Menschen, Kinder, Frauen, Männer, ältere, jüngere, wobei mehr jüngere als ältere. Die Holzhütten erinnern dich in der Tat an so ein Bauerngut, was ein bisschen irgendwie aus der Rahmen fällt, ist dieser dicke Turm, um den er das Dorf herumgebaut ist. Wahrscheinlich sind die Informationen, die ihr bekommen habt, auch ein bisschen veraltet, weil das ist schon ein bisschen mehr als ein Dorf inzwischen, weil es irgendwie einmal rund um diesen großen Turm herum ist. Mhm. Aber die scheinen sich halt Menschen angesiedelt zu haben. Die Hütten sehen sehr behelfsmäßig aus. Manche allerdings haben schon angefangen, irgendwas mit Steinen zu bauen, wo auch immer die herhaben. Vielleicht haben sie die vom Turm irgendwie abgeschabt oder so, weil der ist ja, wie gesagt, zum Teil eingefallen. Ich teile mal über den Gedankenkanal, was ich sehe, und schleiche mich dann mal auf den Turm zu, weil den möchte ich mir genauer anschauen, was das für ein Gebäude ist und ob man da vielleicht rein kann. Ja. Kannst da in der Tat irgendwie reingucken von oben auch, wenn du irgendwie hochfliegst oder so. Mhm. Ist halt nichts drin. Du guckst halt runter, ist halt irgendwie verfallen innen drin. Irgendwie ist, aber da scheint auch nie irgendwie eine Gebäudestruktur oder so drin gewesen zu sein. Ein großes Fragezeichen kommt über den Gedankenkanal. Wozu baut man einen leeren Turm? Vielleicht unten auf dem Boden, wenn du runterfliegst, ist halt irgendwie Vegetation, irgendwie alles überwuchert. Ist auf jeden Fall hübsch hier drin. Aber ein Mensch wird hier wahrscheinlich auch nicht reinkommen, weil es gibt keinen Zugang, außer oben reinzufliegen. Schaut mal, wenn ich jetzt nach oben gucke. Das perfekte Versteck für Engel. Das ist ein sehr gutes Versteck.
Gut. Die große Durchmesser. Das Eingangs. Vielleicht war hier mal irgendwas drin. Man kann gut drin fliegen. Vielleicht haben ihn die Ragoliten mal gebaut, um hier zu übernachten. Ist aber alt. Wirklich? Ich flieg mal hoch und zu meiner Kleidung. Ja, was du auf jeden Fall auch noch sehen wirst, ist halt ein angrenzendes Gebäude an dem Turm. Der ist auch noch ein bisschen auffälliger aussieht. Wenn du da noch, das hat sogar sowas wie Fensterscheiben und so. Zwar ein bisschen irgendwie vergilbt und verblasst, aber es hat Fensterscheiben. Und da scheinen auch irgendwie ein bisschen mehr Betriebsamkeit zu sein. Das hat auch noch ein intaktes Dach und da scheinen auch ein paar Menschen rein und raus zu laufen. Ja, ich guck da mal rein durch die Scheiben, was die da so tun. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Versammlungsraum und mit so Bänken drin und das Gebäude ist halt direkt an den Turm angebaut und die äußere Wand von dem Turm ist quasi bemalt mit einem großen Symbol drauf, was Inariel sofort als Engelskreuz erkennt. Irgendwie ein schwarzes Engelskreuz. Allerdings hat der Engel keinen Kopf. Im Gegensatz zu den Engelskreuzen, die du kennst. Das ist vielleicht so eine Art Kirche. Ich glaube, wir können uns da vorstellen. Was denkt ihr? Ich denke auch. Gut. Ja, dann treffen wir uns da. Bei meiner Kleidung. Ich ziehe mich wieder an und warte auf die Schar. Siehst du, Liberie? Ich ziehe mir mal eine Karte, ob ich zu verbissen in meinen Ärger bin, meine Erschöpfung, als dass ich auf die Idee komme, durch Inariels Augen alles genau mit zu beobachten, meine eigenen Kräfte zu nutzen. Oder ob ich ausreichend bei klarem Verstand bin. Aber sicher. Moment. Das nullte Arkanum der Ketzer in aufrechter Bedeutung. Entscheidungsfreiheit, neue Möglichkeiten, Mut, Ekstase, Kreativität, Risikobereitschaft, Vertrauen, Wahlfreiheit und Abenteuer. Ja, okay. Die Entscheidungsfreiheit. Dann wird tatsächlich Liberia eine Weile noch vor sich hingrummeln, sich dann aber auf ihre Aufgabe auch besinnen. Und sich auf ihre Kräfte, wenn sie durch Inariels Augen und über diesen geteilten Gedankenkanal wird sie Inariel begleiten und sich mit ihrem prophetischen Wissen versuchen, sich da einzustimmen, um abschätzen zu können, was uns dort erwarten könnte in dieser Siedlung. Versuchen, Einzelheiten über die Bilder, die er uns schickt, aufzunehmen, um darauf ableiten zu können, wie so die Stimmung in dem Dorf sind, ob ich irgendwie vielleicht tatsächlich technische Sachen sehe, die darauf hindeuten, dass sich hier bereits Schrottbarone irgendwo angesiedelt haben und hier die ersten ketzerischen Gedanken sich festgesetzt haben bei den Menschen, ob ich Papier und Stift sehe, Schriftzeichen, gläubige Symbole, nach sowas würde ich ganz gezielt Ausschau halten. Also Schriftzeichen oder sowas findest du nicht. Was du wohl siehst, ist in so einer Nebengasse so eine merkwürdige Begebenheit. Da ist irgendwie ein Karren. Auf dem Karren sind so verschiedene, so in Tücher eingeschlagene, was auch immer, kann man nicht richtig erkennen, so lange Stangen. Und die Menschen scheinen sich irgendwie zu streiten gerade. Dann wechseln ein paar Mana-Münzen dem Besitzer. Und die eine Person geht weg und dann werden die Laken beiseite geschlagen und der andere reibt sich so die Hände, steht davor
greift dann so nach diesen Stangen, die da drauf liegen, und fliegt dann erstmal so 2 Meter zurück und bleibt an der Wand liegen. Dann würde ich nämlich über den Kanal... Inariel, schau genauer hin. Ich würde dir dieses Bild von der Gasse schicken, zurückspiegeln. Ja, ich... vielleicht, ich schaue es mir genau an. Der arme Mann, ich gehe runter zu dem Mann. Nicht der Mann, die Stangen. Nein, er ist verletzt. Die Stangen haben ihn zurückgeschleudert. Was ist das? Ist das gefährlich? Ja, sie haben ihn zurückgeschleudert. Guck das an, ich will wissen, was das ist. Ich gehe zu dem Mann. Er ist bewusstlos. Sei vorsichtig, Inariel. Lyriel, was mache ich jetzt? Hast du irgendetwas? Inariel! Fokus! Stark riechendes dabei, Pfefferminze, irgendwas in der Art. Dann entdeckt er dich. Geh zu den Stangen, gleich werden sie wieder zugedeckt. Ich bin nackt. Dann kannst du gerade nichts tun. Scham. ich gehe mal zu dem Wagen und schaue mir die Stangen genauer an. Ja, das, wenn du näher dran guckst, Liberien hat ja nur so einen flüchtigen Blick darüber geworfen. Es sieht aus, als wären das Lanzen, also Waffen. Also sie haben auch vorne eine kleine Klinge dran. Das sind mehrere, hattest du gesagt. Ja. Waffen. Wofür brauchen sie so viele? Und warum hauen die also? Das sind jetzt irgendwie so 6, 7 Stück. Vermutet ihr. Alle eingeschlagen, jeweils in ein Tuch. Das eine ist jetzt auf und der hat angefasst und dann. Und wie benutzt man sie, Daniel? Damit man davon nicht zurückgeschleudert wird? Hab ich irgendwas in der Art in meiner Ausbildung schon mal gesehen? Ich meine, ich habe ja auch das nicht ganz so koschere Arsenal gesehen. Ja, du kennst diese Art Lanzen. Das sind also jeder Engelsorden hat ja so seine Waffenausrüstung. Das sind die typischen Raguels-Waffen, nämlich Vibro-Lanzen. Das sind die Standeswaffen der Raguelliten. Vibro-Lanzen. Die Menschen hier, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht in Menschenhände gehören. Definitiv nicht, allerdings auch. Haben sie ja gerade auch verhindert. Gut, ich ziehe mich schnell an und dann reden wir mit dem Menschen. Wo haben sie die her? Die müssten doch im Himmel sein. Nun ja, einige Raguliten sind doch entkommen. Aber die werden wohl kaum... Gut, dass Gott verhindert, dass sie nutzen können. Sie sind halt nicht erfüllt mit der Macht der Engel. Ich traue sie mir auch nicht anzufassen. Aber ich bin ja auch kein Raguelit. Weiß ich denn, ob Engel die anfassen könnten? Also haben wir die auch nur eingeschlagen irgendwo gesehen? Du hast die nur in der Theorie gesehen. Okay. Du hast noch nie einen Raguliten gesehen und du hast noch nie mit einer von diesen Waffen gekämpft oder dagegen gekämpft. Also ich habe ein Bild davon gesehen. Im Prinzip. Okay. Du weißt, dass es diese gibt. Ja. Ganz schön dreist, sie zu verkaufen. Oder sie auszustellen für Mana. Ich verstehe das sowieso nicht mit diesem Mana. Wir sollten uns auf jeden Fall auf den Weg machen. Wohin jetzt? In den Turm rein? Ja, erstmal treffen wir uns, glaube ich, draußen, oder? Bei mir? Mhm. In der Gasse? Nee, da wo seine Klamotten liegen. Da wo sie, ach, okay, außerhalb der Stadt. Okay, ja. Gehen wir vielleicht einfach direkt auf die Stadt zu? Halte ich das denn, nachdem ich mich da mit meiner prophetischen Gabe ein bisschen... mir einen Überblick verschaffen konnte für eine gute Idee.
da so offen reinzuspazieren. Das sagt mir mit hoher Wahrscheinlichkeit voraus, was passieren könnte. Schwierig. Ja, könnt ihr die Leute auch noch nicht so richtig einschätzen. Also nach dem, was man euch vorher gesagt hat, irgendwie könnte das natürlich Ärger geben, wenn da Schrottbarone oder sonst irgendwas ist. Andererseits sollte er ja genau das machen. Ihr sollt ja da auftauchen und die Kirche repräsentieren. Diese Menschen scheinen wenig Achtung für die Waffen der Engel zu haben. Wir sollten vorsichtig sein und nicht offen reinlaufen. Vom Glauben abfallen wissen wir bereits. Dann bringen wir ihnen den Glauben. Die meisten Menschen sind sehr beeindruckt, wenn 5 Engel zu ihnen kommen. Wir haben viel erlebt und das Brandland ist nah. Sehr nah, ja. Das ist unsere Aufgabe, ihnen diese Angst zu nehmen. Gut, also gehen wir offen und und unbewaffnet auf sie zu. Ich würde vorschlagen, dass wir singend in die Stadt einziehen. Das ist auch eine gute Idee. Hat das eine gute Wirkung auf Menschen. Dann gehen wir. Iberiel, ist es mit deiner Aufgabe zu sein, zu übersetzen. Gut. Wollen wir nicht vorher trotzdem ein bisschen rasten? Wir sehen ganz schön zerzaust aus von dem Flug. Und ich deute so auf die zerzausten Federn in den Flügeln von Lyriel. Tja. Wir sollten vor Dunkelheit in diesem Dorf sein. Aber wir können die kurze Rast hier nutzen, um uns einmal durchzubürsten. Gut. Ich lande endlich. Der Start vielleicht wird noch viel schlimmer werden als alles, was du gerade eben erlebt hast. Aber das wirst du schon noch lernen. Ja. Ich finde, diese kleine Ruhepause ist eigentlich gerade eine schöne Szenerie, um einen Cut zu setzen. Wir werden sowieso nur noch 10 Minuten Spielzeit, da werden wir nicht mehr viel hinkriegen. Das heißt, ist eigentlich ein ganz schöner Punkt jetzt hier. Kurz vor dem Einzug in die Stadt. Ihr seid angekommen. Ja. Yay. Wir haben es geschafft. Nach wie vielen Folgen? Ja, schnell. Ja, 10. Raguelsland. Ich hatte es schon für eine Legende gehalten. Das gibt es wirklich. Was ging noch heute? Wie viele Kilometer wir heute zurückgelegt haben? Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so heil übers Meer kommen. Tja. Ich glaube, Koali hatte so ein bisschen Angst, uns irgendwie ein Monster vor die Füße zu werfen, nachdem das beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat. In dem Zustand. Tat, vielleicht hätte es dieses Mal umso besser funktioniert, damit Cetariel endlich mal kapiert, dass das auch funktionieren kann. Zu einfach will ich es euch dann ja auch nicht machen. Einen erfolgreichen Kampf bestreiten müssen, fürchte ich, oder untergehen, eines von beiden. Ja, sehr schön. Ich fand, war eine sehr coole Folge. Ich fand die Predigt von Liberiel war sehr, sehr erbaulich. Sehr gut gemacht. Das war eine coole Ansage, ja. Ja. Danke für die Eingebung, Koali. Ich muss sagen, Koali hat mir im Hintergrund privat irgendwie wieder so ein Bibelzitat geschickt, wo ich erstmal drauf guckte und dachte, religiöser Text, was willst du mir sagen? Du hast ihn doch gut interpretiert, ist doch genau das. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Heute war ein bisschen, ich war auch ein bisschen müde heute und so, aber das ist mal schön, wenn man dann zum Spielen, ich meine, ich habe ja ein wenig gemacht heute, ihr habt ja sehr viel alleine gemacht, wie eigentlich immer hier. Manche Leute sagen ja, das sind die schönsten Runden, wo der Spielleiter nichts zu tun hat. Das war in der Tat sehr entspannt.
Und danke dafür, dass ihr das irgendwie immer so macht und auch irgendwie dann selbst die Müdigkeit etwas überbrückt und mich dann wieder sehr fröhlich stimmt durch euer Spiel. Das war sehr schön. Ja, und wenn ihr da draußen euch nicht genug bekommen könnt, euch nicht losreißen könnt vom Pen-and-Paper-Rollenspiel, dann schlage ich euch vor, ihr guckt mal auf dem Nerdpool vorbei. Über der Yamera ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Da findet ihr ganz, also in letzter Zeit wirklich viele Runden. Täglich irgendwie so fünf, sechs Stück mindestens. Und der Hotney hat irgendwie gestern, glaube ich, die Vorschau für den nächsten halben Monat aufgenommen. Das war eine Stunde nur Streams vorlesen. Also 60 Streams in den nächsten 40 Tagen. Ja. 14 Tagen, ja. Ja, also jede Menge. Ende des Jahres mal so eine Nerdpool-Statistik. Wie viele Streams sind in diesem Jahr gelaufen? Wann waren die Hype? Welcher Wochentag war besonders beliebt? Habe ich auch heute tatsächlich drüber nachgedacht, das mal zu führen, weil ich das privat für meine Runden ja führe, sowas. Aber das wäre, glaube ich, sehr anstrengend, das nebenbei irgendwie alles aufzulisten. Da müsste man ja auch noch die ganzen Sachen, die ausfallen oder spontan dazukommen, dann irgendwie Buch führen oder so, ja. Ja, aber ist immer ein Blick wert, wenn ihr irgendwie auf dem Laufenden bleiben wollt, was so irgendwo läuft, dann schaut ihr da rein. Ansonsten gibt es natürlich auch noch spezielle Kanäle, die mit Rollenspiel-Content am Rand gefüllt sind. Zum Beispiel der Kanal von Feder. Da gibt es ganz viel Wechselbalk. Wann geht's da weiter? Keine Ahnung. Geistig beansprucht. Es gibt tatsächlich noch keinen Termin. Dementsprechend müssen wir mal gucken, ob es diesen Monat noch was gibt. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da im Moment auch nicht festlegen. Leider, leider. Okay, ja. Wo ihr Fehler findet, das kann ich euch eigentlich jetzt mal einblenden. Schreibt ihr einfach ganz viele Kommentare unter die bis jetzt schon gelaufenen Runden bei Feder, damit sie ganz, ganz viel Lust und Motivation kriegt, das weiterzumachen. Genau. Und bei D-Rex hat eigentlich auch einen Kanal, aber da soll demnächst wieder mehr kommen, wenn das Real Life mitspielt, habe ich gehört. Richtig. Wenn das Real Life mitspielt, gibt es dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr nochmal irgendwas von mir dort. Sonst muss man mit mir aktuell als Spieler auf anderen Kanälen vorlieb nehmen. Oder am 24. da leite ich dann auf Kagrims Kanal eine Runde die schwarze Katze, damit der auch mal zum Spielen kommt. Sehr schön. Das ist immer gut, wenn man Spielleitern mal die Chance gibt, auch zu spielen. Ja, Yamera und Hotney haben auch ihren eigenen Kanal. Das ist richtig. Da wir haben diese Woche unsere Streams ein bisschen geschoben und deswegen wird es am Wochenende, also am Samstag, gibt es eine Runde Werwolf, die ich leite, St. Petersburg im Jahre 1994, was für die WoD eine interessante Zeit in Russland ist. Und am Sonntag gibt es dann eine Runde Wechselbalk im Jahre 1707 in der Karibik, geleitet von Yamera. Sehr ungewöhnliche Termine für... Ja, das sind sehr ungewöhnliche Termine. Wir mussten die Dienstags-Mittwochs-Termine für diese Woche einmal verschieben, weil es mich ein bisschen ausgenockt hatte. Es reißt einen dann auch immer irgendwie so aus seinem eigenen Rhythmus raus, oder? Ja, ganz schön. Ja. Ich habe das manchmal, wenn da so irgendwie so ein Stream dazwischen rutscht, irgendwo, den man dann extra hat, zum Beispiel als ich bei Hotney halt die anderen Army-Sachen gespielt habe und dann ist man das nicht gewohnt, dass da irgendwas ist an dem Tag und dann spielt man da und dann ist es irgendwie, ist immer so ein komisches Gefühl. Ja. Ja, Loki's Vibe spielst du auch irgendwo, wo man dich noch sehen kann? Demnächst? Ja, wie gesagt, also aktuell die Engelrunde hier halt und ansonsten dann Schwarze Katze. Da bin ich auch dann wieder dabei. Wie immer. Ja. Ja, also quasi mit dem D-Rex zusammen.
Und der Kater sabotiert mich. Ich sehe nichts mehr jetzt. Ja. Okay. Wenn ich dem Chat glauben darf, ist der aber hier der Stream-Highlight, dass die Katzen hier durch die Bildschirme laufen. Okay, bei ihm sieht man eigentlich fast aber nur das Hinterteil. Ja, das ist was, der pusht das jetzt gar nichts mehr. Sticky. Das reicht ja auch. So, da wir alle ein bisschen ausgelaugt sind vom Tag heute, gibt es auch heute keinen Aftershow-Talk für die enge Runde. Das heißt, ich muss da die Patreons von ein bisschen enttäuschen. Aber ich denke, dafür machen wir beim nächsten Mal vielleicht irgendwie ein bisschen was Besonderes oder so, keine Ahnung. Ihr kommt schon auf eure Kosten. Falls ihr uns unterstützen wollt, hier ist der Link. Alles kann, nichts muss. Wenn euch die Sachen interessieren, die da als Extra-Content kommen, dann bin ich froh darum. Dadurch kriege ich zum Beispiel solche schöne Kommunikationssoftware, die wir jetzt gerade nutzen, bezahlt. Das würde ich sonst nicht nutzen können. Ja. Genau. Und vielen, vielen Dank, dass ihr zuguckt. Hinterlasst uns, wenn ihr jetzt auf YouTube guckt, hinten drunter einen Kommentar, wie ihr es fandet und was ihr für Ideen habt, was in diesem Dorf los ist, was mit den Vibro-Lanzen ist und was es mit dem Turm auf sich hat. Vielleicht habt ihr ja hellseherische Fähigkeiten, die ich dann Liberiel zuschaustern kann als prophetische Sicht. Ja. Weiter geht's, wenn alles klappt, in 2 Wochen. Moment, ich muss gerade mal gucken. Doch, in 2 Wochen müsste es noch weitergehen. Danach wird es ein bisschen haarig, weil danach ziehe ich um. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Und dann habe ich eine Weile echt mieses Kartoffel-Internet. Ich hoffe, dass sich das ganz, ganz schnell löst. Aber nun schon mal als Ankündigung, da könnte zwischendurch was ausfallen hier. Ja, und wir gehen ja auch auf das Finale zu dieser Runde. Hoffen wir mal, dass das dann mit vernünftigem Internet gespielt werden kann. Ja, genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen oder sonst irgendwie, wann ihr das guckt. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.